Einen wunderschönen guten Tag hier an meiner kleinen Gammel-Ecke. Erstmal ein herzliches Dankeschön, dass euch die Idee so gefällt, dass ihr so zahlreich mitgemacht habt. Und dass das Wort Penis sehr oft gefallen ist, das war sehr erheiternd. Nee, ich habe mich wirklich sehr gefreut. Ich kann mal kurz einen Clip abspielen. Ich habe nämlich mich dabei kurz gefilmt, als ich gemerkt habe, das ist echt lustig. Ja Leute, das war jetzt erstmal die erste halbe Stunde, die ersten 15 Kommentare oder so und ich habe mich echt schon köstlichst amüsiert. Am Anfang habe ich die Kamera nicht drauf gehalten. Echt lustig. Ich habe auch gesehen, das ist das 300. Video gewesen, das ist ziemlich cool. Und es ist natürlich ein bisschen schade, wenn dann die ganzen Kommentare nicht in die Geschichte einfließen, die trotzdem geil sind. Oh, hier kam gerade ein neuer. Und deswegen werden die auf jeden Fall irgendwie dann noch einem extra Video gewürdigt, die besten der nicht verwendeten. So. Jo, also irgendwie in einem extra Video oder so werden die besten der nicht verwendeten nochmal gewertet. Und eine kleine Sache, weil das kann man ja echt noch verbessern. Kurze Frage. Wollt ihr, dass wir das abwechselnd machen, dass ich dann zum Beispiel immer wieder das einmal der Zuschauer, also ihr, ja, das bestimmt. Und dann ich wieder oder nur ihr oder keine Ahnung. Ich mache mal zwei Kommentare unten abwechselnd und nur die Zuschauer, also ihr. Und ja, da könnt ihr mal die zwei Kommentare hochvoten und so. Und mal gucken, wie lange wir das machen. Nicht länger als 10, 20 oder so. Und ich werde immer so ein paar kleine Paintbilder dazu machen. Aber wie auch immer, mein Computer fährt sich nämlich gerade runter. Ich lade das jetzt mal hoch. Ach ja, und ich muss das Update noch vorlesen. Los geht's! Während sich Kalle mit einer geschmeidigen Geste seine elegante Hosenschlange in eine für ihn angenehme Position manövriert, hebt Daniel plötzlich entsetzt den Finger Richtung Menschenmenge und schreit: Ah, guckt mal da! rief Daniel, bevor er von einem dreieugigen türkis-cyanfarbenen Klavier erschlagen wurde. Kalle und Robin bemerkten dies gar nicht, da sie zu beschäftigt waren, Herodes eine doppelseitige Ohrfeige zu geben, da seine Haut danach einfach nur zu lustig aussah und deshalb der gewaltsame und plötzliche Tod Daniels einfach hinten anstehen musste. Anna hingegen sah als einzige, was aus dem ulkigen Klavier, das bereits für einen schmerzhaften, aber schnellen Tod an diesem Nachmittag verantwortlich war, herausstieg. Und zwar war es niemand Geringeres als... Und jetzt seid ihr wieder dran.